Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil in meinem Tagebuch hier auf Weibers Meerwasser. Heute geht es sich um ein paar Kleinigkeiten. Viel passiert ist eigentlich nicht. Eine kleine Vorschau. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ja, es ist wieder ein Monat um und wir haben, so wie es ausschaut, die warme Jahreszeit erstmal hinter uns. Und mein Becken, wie ihr sehen könnt, steht noch da. Es ist alles noch da. Ich hatte keine Verluste. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Becken mit maximal 27 Grad zu fahren. Und ja, ich muss pauschal sagen, ich kann mich nicht genug beschweren. Ich habe dann jetzt im letzten Drittel des Monats bin ich dann mal hingegangen. Ich zeige euch das noch genauer. Und habe ein bisschen gegärtnert, beziehungsweise auch ein bisschen umgestellt, Platz gemacht, Korallen verkleinert, damit ich Platz für Neues habe, weil, ja, es hört ja nie auf, man ist ja Jäger und Sammler, ne? Und wir hatten jetzt neulich auch erst noch wieder ein Treffen, wo wir Korallen getauscht haben, es sind neue, schöne Sachen dazugekommen und, ja, pauschal kann ich sagen, ich kann mich nicht genug beschweren. Das Thema mit dem zu hohen Phosphat habe ich leider Gottes immer noch, so wie es ausschaut. Bin aber da mit dem NO3-Redukt auch am Gegensteuern, das funktioniert. Also ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Futter, was ich im Moment habe, dementsprechend tatsächlich hingehen muss und es mittlerweile auswaschen muss, weil es sich wohl dann doch so viel mit Phosphat angereichert hat während des Auftauprozesses, aber das ist nicht weiter schlimm. Wenn ich es auswasche, ist das Thema auch wieder durch. Ja, alles in allem, wie gesagt, es wächst und gedeiht und ich habe auch einen Großteil meiner Ableger schon wieder weitergegeben. Gerwin, das gilt jetzt für dich. Wenn du Ableger willst, dann musst du bei mir vorbeikommen und dann schneiden wir für dich dann dementsprechend was Passendes ab. Aber du hast ja auch gesagt, jetzt haben wir eine Fliege hier, hau ab du, haben wir ja auch gesagt, das machen wir dann, wenn es dann soweit ist. Ja. Was steht noch an? Das Schweizer Mini-Riff, da habt ihr auch relativ lange nichts von gehört. Das hat auch seinen Grund. Wir sind momentan da mit Cyanus am Kämpfen. Es ist kein schwerer Kampf, sage ich jetzt mal, aber wir wollen natürlich im Endeffekt auch eine Erfolgsmeldung bringen. Zum anderen kommt jetzt zunächst eine neue Pumpe und eine neue Filterung ins Becken. Das kann ich schon mal vorab sagen. Dosieranlage ist auch schon installiert und wenn das einigermaßen läuft und ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, dann werden wir definitiv einen neuen Teil rausbringen. Ich blende euch nochmal einen aktuellen Stand ein, wie es im Moment ausschaut. Und ganz ehrlich gesagt, es sind zwar Cyanus drin, aber das Becken an sich sieht richtig, richtig geil aus. Ja, und dann hatte ich noch eine Anfrage gehabt wegen dem letzten Live-Talk. Da sieht es im Endeffekt so aus mit dem Licht. Ich bin jetzt mal hingegangen, weil ich gerade auch die entsprechenden Lampen und Möglichkeiten hatte, um euch den Unterschied zwischen einer flächigen Beleuchtung zu zeigen und ich sage jetzt mal einer Spotbeleuchtung durch, ich sage jetzt mal, normale handelsübliche LEDs. Ja, ich habe ja einmal unten die Kessel A360. Und ich habe momentan hier eine Hydra HD26 und das blende ich euch jetzt mal kurz ein. Fangen wir mit der Kessel an. Ihr seht, ich habe das Ganze ein wenig abgetrennt zueinander und eigentlich so auf dem ersten Blick sieht man das Ganze nicht ganz so schlimm. Im rechten Bereich, ich glaube rechts außen, ist die flächige Beleuchtung von meiner Hybrid und im linken Bereich ist die Kessel. Das nächste Bild, was ich euch einblende, da habe ich mal wieder mit Zeolit gearbeitet und da kann man dann auch schon ein bisschen besser den Kegel sehen, den diese Lampe wirft und da ist es dann halt exakt genauso, wie ich das auch, wie wir das auch im Live-Talk gesagt haben. Diese kegelige ich sag mal, Ausstrahlung, die wir von diesem einen Punkt haben, die erreicht zwar im Endeffekt alles, aber es fehlt das Licht von den anderen, aus der anderen Richtung. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, als Beispiel gedacht.
Nur damit man den Unterschied sieht von einer Punktbeleuchtung und einer flächigen Beleuchtung. Ich habe an der rechten Seite ungefähr 35 cm jetzt von der Hybrid übergelassen. Und ihr seht, wie das da hinten im Prinzip flächig ausgeleuchtet wird. Und die Kessel, die leuchtet, glaube ich, um die 40 oder 50 Zentimeter, kann die ausleuchten unten am Boden. Aber ihr seht auch, dass das dementsprechend so nach unten geht. Und man muss tatsächlich mehrere nebeneinander haben, um im Endeffekt die Überschneidungen so hinzukriegen, dass es auch einigermaßen flächig wirkt. Das nächste Bild, was ich habe, ist von der HD26. Da fällt es schon in meinen Augen ein bisschen mehr auf, weil die, ja, ich sag mal, die Lichtbrechung vielleicht anders ist, keine Ahnung, oder die Kegel. Also im normalen Zustand sieht man, dass auch schon ein Kegel angedeutet ist. Die Bereiche, die wir etwas weiter nach außen liegen, sind definitiv dunkler. Und das nächste Bild, was ich euch jetzt einblende, ist auch wieder mit Zeolith. Da könnt ihr den Kegel, den die Lampe wirft, viel, viel besser sehen. Und im Endeffekt ist es genau so, wie ich gesagt habe, es wird nichts umspült bzw. reflektiert vernünftig. Man sieht diese Kegelbildung, es wird von oben nach unten das Licht runtergeworfen und weiter kommt nichts. Und das ist halt diese extreme Abschattung, die dann an den Korallen, ich sag mal, an der Unterseite zum Tragen kommt. Da muss man jetzt wirklich hingehen und mehrere nebeneinander setzen, damit man eine einigermaßen flächige Beleuchtung hinkriegt. Ich hoffe, ich konnte das durch diese Beispielbilder ein bisschen verdeutlichen. So, und last but not least möchte ich hier eine Ankündigung machen, die sich auf mein neues Projekt bezieht, was Pi mal Daumen Mitte September starten wird. Und ich gehe im Prinzip hin, also der Plan ist, ein Becken hochzuziehen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, in welcher Größe, aber es wird ein Becken sein. Ich sage jetzt mal, was von den Anschaffungskosten her im Endeffekt stemmbar ist. Und Ziel dieses Projektes soll sein, euch zu zeigen, wie man ein Becken A aufbaut, B vernünftig startet. Und wenn man dann das entsprechende Geld in die Hand nimmt, oder die Möglichkeit hat, an entsprechende Korallen ranzukommen, einen Schnellstart hinzulegen und diesen Schnellstart dann auch dementsprechend sauber durchzuziehen. Das Ganze wird mit Totgestein durchgeführt, in Anführungszeichen Totgestein. Ich kann da noch nicht genau drauf eingehen, was da verwendet wird, aber Fakt ist, es wird ein sehr interessantes Projekt, läuft dann hier. Auch noch nebenbei bei mir auf dem Kanal und es wird definitiv sehr, sehr interessant und es soll euch zeigen im Endeffekt, wie man vorgehen kann, wenn man ein kleines bisschen, ich sag mal, Geld in die Hand nimmt. Ihr habt zum Beispiel bei Muras gesehen, er ist auch hingegangen und hat einen Schnellstart hingelegt. Er hat das Ganze allerdings mit Lebendgestein gemacht und nicht mit, in Anführungszeichen, Totengestein. Wie gesagt, es ist kein Totgestein, was ich da verwenden werde, aber was da im Endeffekt für verwendet wird, kann ich im Moment noch nicht sagen. Das ist noch streng geheim. Ja, so streng geheim auch nicht, aber der ein oder andere kann es sich vielleicht denken. Fakt ist, es wird dementsprechend ein sehr, sehr interessantes Projekt werden und soll euch zeigen, wo gegebenenfalls Fehler liegen, wo man gegebenenfalls Problematiken hat. Und wir werden dann bei diesem Projekt auch ein kleines bisschen mit Licht spielen. Ich werde euch verschiedene Lichteinstellungen zeigen und Möglichkeiten. Aber mit welcher Lampe, mit welchem Gestein, was für ein Becken und wie ich vorgehen werde, das erfahrt ihr dann Mitte September bei mir hier auf dem Kanal. Ja, alles in allem, ihr seht, an meinem Becken ist nicht mehr viel passiert, außer das bisschen Gärtnern, dass das Becken halt auch die Hitze sehr gut überstanden hat, ohne jetzt großartig mit Kühlakkus einzugreifen. Ich würde mal sagen, ich habe euch genug zugequatscht und vom Thema abgeschweift. Ich hau euch noch ein paar Bilder um die Ohren und ich würde mal sagen, ich bin raus für heute. Wir sehen uns bei der nächsten Reefertechnik oder Produktvorstellung oder was auch immer kommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Solltet ihr das toll gefunden haben, also sollte euch das gefallen haben, was ich hier mache und etc. pp. Lasst mir doch bitte den Daumen da.
Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann abonniert ihn doch bitte. Das Abo kostet euch nichts. Und macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder mal einen raushau, was momentan leider recht unregelmäßig ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer. Bis dahin, bleibt mir treu, euer Viper. Ciao!